Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mal wieder selbst einen Panzer rausgesucht, und zwar den FV215B183. Für alle Kenner von World of Tanks, die wissen natürlich, der Kinderwerfer ist am Start. Und der Kinderwerfer, der wirft wirklich Kinder. Also das, was abnormal ist, ist einfach der Damage. Wir sehen hier 1750 mit 32 Durchschlag oder mit AP 1051 mit 310 Durchschlag, aber er spielt sie hier mit der etwas teureren Munition, aber der sehr spaßigen, anders kann man es nicht sagen. Ich glaube, diesen Panzer, den packt man einfach aus, um mal eine Trollrunde zwischendurch zu spielen und nicht, um irgendwie großartig da Credits zu farmen. Wäre auch so ein Panzer, auf den ich echt Bock hätte, einfach nur diese unfassbar fetten Hits mal rauszubekommen. In Zeiten von abgeschwächter Arti sind so das die dicksten Schellen, die man so rausbekommen kann. Aber der Grind davor, der ist halt ekelhaft. Das muss einem halt irgendwo gefallen. Meins ist nicht, dafür sind mir die Vorgänger einfach zu langsam und zu immobil. Aber hier, der ist da schon mal deutlich flinker, deutlich schneller, deutlich agiler und macht deutlich mehr Schaden. Hat aber dafür auch einen deutlich längeren Reload. Also er ist eigentlich komplett anders als alle Panzer zuvor. So, jetzt steht er hier Spalier und wartet so auf das Objekt. 430 war da zuletzt. Vielleicht der E75, das da noch rumfährt. Also der ein oder andere Panzer könnte sich da durchaus mal zeigen. Und da ist der T57 Happy. 1614 Damage. Da bist du so und denkst dir so als T57 Happy, geil, ich krieg meinen Clip raus und freut sich schon und super, läuft. Und dann kriegt er so eine Schelle. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wie man in dem Augenblick kotzt und wie man in dem Augenblick dann flamet wie ein Rohrspatz. So, jetzt wartet auf den E4, auf das nächste potenzielle Opfer. Der Kinderwerfer ist so ein bisschen wie so ein kleiner Vergewaltiger, so ein Kindervergewaltiger. Der wartet so und lockt Leute heraus, so komm hier, hier hast du ein Gutti. Und wenn er dann kommt, dann schlägt er richtig zu. Also, der hat es da schon faustig hinter den Ohren. Also, wenn ihr dem aus dem Weg gehen könnt, dann macht es in der Tat. Weil da kommt einfach nie was Gutes bei rum. So, jetzt will es der E4. Der dreht hier. 1827 Schaden auf den E4, der ja jetzt auch nicht so unbedingt eine Panzerungswurst ist. Aber klar, seitlich den Turm mal ein bisschen gedreht und fertig ist das Thema. Und dann ist es auch schon durchgestanden. So, jetzt aber den T57 Heavy. Der hat, glaube ich, den ersten Hit noch nicht so ganz verkraftet. Hat gleich gesagt, was? Wer war denn da? Ich schaue nochmal nach. Und zack, kriegt er wieder den nächsten. So, da kommt jetzt der RN100 rum. Der hat es geschossen, das heißt, er kann seitlich in den RN100-Turm ballern. Und da kommt es einfach mal richtig raus. Er hat jetzt bisher 4 Schüsse angebracht. 4 Hits und hat 5800 Damage gemacht. So, jetzt will er da. Was macht er denn da? Ja, das ist ein schöner, ein schönes Opfer. Das Objekt 430. Der hat ihn einfach auch mal 1700 gebracht. Also den nimmt man natürlich mit, wenn er sich seitlich so aufstellt und schon praktisch bettelt um den Schuss. Thank you.
So, und jetzt auch der... der Type 4 schwer. Der Type 4 schwer ist, wenn ich ihn über den Weg laufen fahre, so echt so ein unangenehmer Gegner. Den will ich einfach nicht, weil ich mir denke immer so... ich weiß nicht. Und hier, der FV denkt sich noch, komm her. Ich friss dich. Ich nehme dich zum Frühstück. Es ist einfach ein perverses Gerät. Jedes Mal, wenn ich es wieder sehe und kommentiere, bin ich immer wieder aufs Neue beeindruckt, was der kann. Und der Waffenträger, da wollte er abhauen, aber er denkt sich so, ne, you shall not pass. Und bam, war es dann schon soweit, dass der FV zeigt, was so eine Schelle anrichtet. Das Krasseste an dieser ganzen Runde, dass er sogar trotzdem noch mit Credits nach Hause geht. Und selbst wenn es kein Premium-Account wäre, dann hätte er nur 1300 Miese gemacht. Also, das ist schon wirklich, wirklich absolut Sahne, was er hier macht. Und auch da nimmt er noch den E50 raus für nur knapp 983 Schaden. Das ist ja schon fast unterfordernd. Und jetzt ist das Thema durch. 10.500 Schaden. Einfach unfassbar, aber trotzdem immer mal wieder schön zum Kommentieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese drollige Trollrunde mal wieder mit anzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.